Vorletzten Samstag ist etwas Unglaubliches passiert. Es sind Züge ausgefallen und, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, es war nicht die Schuld der Deutschen Bahn. Ja. Bei Herne und in Berlin wurden Kabel durchgeknipst und dann ging erstmal nichts mehr. Über Stunden, über Stunden. Seitdem diskutiert Deutschland über kritische Infrastruktur. Wie sicher ist die bei uns? Geht so, ne? Tatsächlich haben wir das Thema jahrelang völlig verpennt, weil, ich meine, wir sind die Deutschen, uns lieben eh alle. Ne? Ich meine, wer sollte uns schaden wollen? Aber wie genau haben die Saboteure das gemacht bei der Bahn? Woher hatten die das Know-how? Wie naiv man bisher war, zeigt sich daran, dass die Anleitung zur Bahnsabotage praktisch im Internet stand. Denn die Bahn hatte das Rückfallkonzept für den Ausfall des Zugfunks öffentlich ins Netz gestellt. Endlich mal guter Kundenservice bei der Bahn, ne? Muss man dann auch mal loben. Können Sie aber alles nachlesen in der neuesten Ausgabe der DB Debil. Ja. Ich meine, klar, das gehört zur Wahrheit. 34.000 Kilometer Bahngleise, die kannst du gar nicht rund um die Uhr schützen. Logisch. Und wichtig ist ja auch nur, dass man den Schaden schnell repariert und dass man aus seinen Fehlern lernt. Die von Unbekannten zerstörten Kabel noch am Wochenende von der Bahn gepflegt, zumindest behelfsmäßig. Der Riegel mit Kabelbinder gesichert. Wahrscheinlich könnte den jeder 12-Jährige mit einer Nagelschere öffnen. Ja, bei Cluedo würde ich jetzt sagen, ich möchte lösen. Es war der 12-jährige Kevin mit Mamas Nagelschere am Bahndamm. Ja. Wer hätte das gedacht? Sabotage ist kinderleicht. Jedenfalls bei uns in Deutschland. Ja, tatsächlich stellen auch die Betreiber von Windparks, Krankenhäusern oder kleineren Verkehrsbetrieben immer wieder sensible Informationen ins Netz. Und die Doofheit der Bahn ist ja geradezu filmreif. Tom Cruise dreht schon in Deutschland. Okay, ich bin drin. Ich versuche jetzt, die Daten der Deutschen Bahn zu klauen. Nee, warte. Die haben das alles komplett online gestellt. Ehrlich, alles? Welches Kabel wohin läuft, was man damit laden legt, alles? Schwachsinn, so blöd ist doch keiner. Anscheinend doch, man muss nur googeln. Das heißt, Feierabend? Ja, Feierabend. Mission Possible. The Stupid Germans. Ich weiß nicht. Tom Cruise. Jetzt wird man schon von Scientologen beleidigt, so weit ist es. Tatsache ist allerdings, Deutschland muss seine Infrastruktur besser schützen. Aber genau dafür haben wir ja Innenministerin Nancy Faeser. Und die arbeitet an einem Gesetz, dass die Betreiber von Infrastruktur verpflichten würde, sich besser selber zu schützen. Denn 80% der Infrastruktur befinden sich in privater Hand. Cybersicherheit kostet halt Geld. Was übrigens nichts kostet, sind sichere Passwörter. Also sicherer als die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die 5 häufigsten Passwörter einer 500.000 E-Mail-Konten. Toll. Politisch korrekt wäre übrigens das Passwort 12345 einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Aber das nur am Rande. So, einige Probleme wurden jetzt immerhin mal angegangen. Zum Beispiel die Überdachung von Stromumspannwerken, um sie vor Drohnen zu schützen. Das ist überfällig, denn ein bundesweiter Blackout ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber auch sehr gefährlich. Was das für Deutschland bedeuten würde, hat sich der Bundestag schon 2010 von Risikoanalysten berechnen lassen. Ergebnis? Spätestens am Ende der ersten Woche wäre eine Katastrophe zu erwarten, mit dem Tod sehr vieler Menschen. Ja, und wenn Sie mal richtig scheiße draufkommen wollen, lesen Sie das ganze Gutachten. Die beschreiben da wirklich im Detail, wie dann erst Ampeln ausfallen. Also keine Angst, nicht die Regierung, richtige Ampeln. Dann Internet. Mobilfunk, es käme sehr wahrscheinlich, schreiben die, zu Plünderungen. Ja. Kein Leitungswasser und kein Benzin, weil tanken nicht mehr geht. Und wenn sie all das kalt lässt, meine Damen und Herren, der Thermomix läuft dann auch nicht mehr. So. Ja. Jetzt bricht Panik aus. Und es ist eben keine Panikmache. Es ist
Vorbereitung, notwendige Vorbereitung auf den Worst Case. Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Denken Sie doch nur an die abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. Um Gottes Willen, ein Albtraum. Mit Gauland im Fahrstuhl stecken bleiben. Ich nehme nur noch die Treppe. So, und noch ein unlustiges Detail aus der Blackout-Studie. Ohne Benzin könnte sich auch unsere Polizei nach wenigen Tagen nur noch auf Pferden fortbewegen. Wirklich. Gut, dann müsste man natürlich sämtliche Fernsehserien umschreiben. Ich sag nur Polizeihuf 110 und Notruf Haferkante. Ja, das können Sie dann zwar gar nicht mehr gucken wegen Blackout, aber irgendwas ist ja immer. Gibt's denn auch Fortschritte beim Katastrophenschutz? Die deutsche Bevölkerung soll künftig vor regionalen Katastrophen und Notfällen per SMS gewarnt werden können. Das hat der Bundesrat beschlossen. Demnach soll das Verfahren namens Cell Broadcast bis Ende 2022 eingeführt werden. In anderen europäischen Ländern ist es schon viele Jahre lang im Einsatz. Ja, gut, ich meine, wir können uns jetzt nicht mit zivilisierten Ländern wie Holland vergleichen, ne? Nur weil die Angeber das hinkriegen. Vielleicht müssen wir unsere Ansprüche auch einfach mal runterschrauben. Ne? Wir brauchen ein Warnsystem im Rahmen deutscher Möglichkeiten. Mal angenommen, es brennt ein Umspannwerk in der Nähe von Wernigerode. Ne? Sowas muss ja nicht die Polizei beobachten. Das können doch auch die machen, die sowieso immer alles beobachten. Du meine Güte, da brennt ein Umspannwerk. Sofort meldet sie das bei der zuständigen Stelle, nämlich in der Stammkneipe von ihrem Mann. Was machst du denn hier? Ja, du glaubst es nicht, das Umspannwerk brennt. Alles klar. Und der Hermann startet dann die analoge Meldekette für Katastrophen. Nacheinander erstrahlen die Warnfeuer an der Wasserkuppe, dem kleinen Feldberg und dem kahlen Asten. Und das sieht man dann im Bundesamt für Katastrophenschutz in Bonn. Guck mal an, in Wernigerode brennt das Umspannwerk. Es geht auch. Es geht auch. Ne? Ja. Übrigens, weil sich alle gerade so auf Russland fokussieren, unsere Geheimdienste warnen diese Woche, also ganz aktuell, auch vor Cyberangriffen aus China. Ja, aus China. Ja. Und sie warnen vielleicht zu Recht, sowohl im deutschen 4G als auch im 5G-Netz steckt jede Menge Technik vom chinesischen Staatskonzern Huawei. Das Innenministerium prüft schon seit Juli, ob man die Netzbetreiber zwingen kann, diese Technik nachträglich wieder zu entfernen. Aber die Industrie meint, das wäre ihnen zu teuer. Und das stimmt ja auch. Ich meine, klar, für die deutsche Wirtschaft wäre es ein Albtraum, wenn wir uns jetzt auch noch mit China verkrachen. Im Gegenteil, höchste Zeit, sich einzuschleimen, meint Till Reiners live vom großen Volkskongress in Peking. Die Heute-Show verneigt sich vor dem mächtigsten Mann der Welt, Xi Jinping. Xi, sei unsere Fackel in der Nacht. Deutschland liebt dich. Ja, kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber wir müssen jetzt auch mal eine realistische Außenpolitik machen. Wir haben ja schon Russlands Krieg mit Sanktionen bestraft. Das ist eine gute Sache, aber unsere Wirtschaft schafft immer nur eine Diktatur zu sanktionieren. Deswegen mehr China-Wagen. Na klar, große Denker der Bundesregierung wussten das schon lange. Die chinesische Politik, chinesische Konzepte. China ist ein Wettbewerber. China. Die Chinesen, chinesisch. Estland. Ja. Estland ist vielleicht auch bald China. Aber ganz ruhig. Erstmal ist Taiwan dran. Wir bemühen uns um eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan. Dennoch werden wir uns niemals dazu verpflichten, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Ja. Also, wenn sich Taiwan nicht selber China anschließt, muss man es überfallen. Da sind dem Xi die Hände gebunden. Und trotzdem wird in Deutschland wieder gemeckert wegen Uiguren und so. Ich kann es nicht mehr hören. Leute, Menschenrechte haben jetzt mal Pause. Wenn es falsch war, sich von Putin abhängig zu machen, wie kann es denn richtig sein, Abhängigkeiten gegenüber Xi Jinping nicht zu thematisieren, liebe Freundinnen und Freunde? Reinhard, kommst du bitte zum Schluss? Ja, Rainer, mach mal einen Punkt. Kritik macht doch nur eine schlechte Laune, wenn man so abhängig ist von China wie wir. 10% des deutschen Außenhandels. Nur ein Beispiel. 80% aller Bauteile für unsere Photovoltaikanlagen werden in China produziert. Ja, heißt es dann, aber warum haben wir das bei so einer wichtigen Technologie zugelassen? Die Lieferketten, bla bla bla. Diese ewigen Nörgler, die bekommen von mir jetzt die, Achtung, hätte, Fahrradkette. Herzlichen Glückwunsch.
Oh, ich sehe gerade, die ist made in China. Oh, schade. Dann nicht. Positiv rangehen und sagen, wir wollen von Xi Jinping lernen. Der weiß noch, wie man Parteitage stramm organisiert, inklusive Synchron-Tee einschenken. Finden Sie mal so viel Virtuosität beim Fassbieranstich auf dem Oktoberfest. Von China lernen heißt Siegen lernen. Olaf Scholz hat es längst verstanden. Gegen alle Widerstände von 6 Ministerien setzt er jetzt wohl durch, Teile des Hamburger Hafens gehen doch an den chinesischen Staatskonzern COSCO. Von wegen China spioniert unsere Infrastruktur aus. China kauft unsere Infrastruktur. Xi Jinping ist einfach ein Diktator zum Liebhaben. Und kann man jemandem böse sein, der sogar eine eigene coole App für Journalisten hat? 100 Fragen, mindestens 80 muss man wissen, um zu bestehen. Kostprobe, was verlangt Präsident Xi von politischen Kadern? Wissen oder Loyalität zur Partei? Loyalität ist richtig. Das wusste ich. Ich fordere, Deutschland muss Olaf Scholz endlich mal genauso abkulten wie Xi. Ab sofort, nicht im Heute-Show-App-Store, die Scholz-App. Beispielfrage, wenn Olaf Scholz einen Ertrinkenden sieht, was macht er dann? Antwort A, abwarten, bis sich das Problem von alleine löst. Oder Antwort B, er bewirft ihn mit Geld, damit er mit einem Doppelwumms aus dem Wasser kommt. Oder Antwort C, ein echter Olaf Scholz beantwortet keine Fragen. Zu einfach, oder? Ja, C ist richtig. Wer es gewusst hat, gewinnt die Autobiografie von Olaf Scholz. Erinnerung an meine Treffen mit der Warburg Bank. Ganz ehrlich, ich hab's verschlungen. Nein, ich mache hier gar nichts mehr. Bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.